Mein Name ist Holger Krupper. Ich bin Schulleiter der Grundschule Wasserkampfstraße hier in Hannover-Kirchrode. Also Erasmus Plus, das erste Projekt haben wir 2018 durchgeführt. Das ist eine Lehrerfortbildung gewesen in Slowenien, an der ich teilgenommen habe. Und dann haben wir kontinuierlich dann einfach neue Anträge gestellt. Wir haben eine neue Kollegin dazu bekommen, die Europa sozusagen noch mehr mit in die Schule hier reingetragen hat. Und das hatte dann zur Folge, dass wir dann einen weiteren K1-Antrag gestellt haben im Erasmus Plus. Das sind also Lehrerfortbildungen, Jobshadowing etc. Das haben wir dann auch durchgeführt. Und das hat alles große Begeisterung ausgelöst und hat eben trotz der Pandemie unser Schulleben unendlich bereichert. Uns fällt da einfach eine Schlüsselrolle zu, den Kindern so früh wie möglich positive Erfahrungen zu vermitteln im Kontext europäische Zusammenarbeit. So früh wie möglich sie heranzuführen an andere Kulturen, an andere Sprachen, Ängste und Vorurteile abzubauen, damit diese gar nicht erst entstehen können oder sich irgendwie verfestigen. Bei dem Zoom mit der irischen Partnerklasse haben wir uns über Hobbys und Lieblingsessen unterhalten. Es waren sehr viele Hobbys gemeinsam, aber auch Unterschiede. Das war unglaublich bereichernd für mich, einfach diese Kontakte zu knüpfen. Auch Englisch sprechen zu können, hat unglaublich Spaß gemacht, sich in dieser fremden Sprache zu bewegen und zu merken, es klappt immer besser. Das ist einfach eine unglaubliche persönliche Bereicherung. Auch einfach zu sehen, trotz aller kulturellen Unterschiede zu sehen, das sind einfach Menschen, die sich freuen, einen zu sehen und auch neugierig sind und von uns was lernen wollen. Wir können von denen viel lernen. Ich weiß es auch von meiner Klasse. Ich war auch eine Woche jetzt in Irland gewesen, in Carlow, und habe dann einfach davon berichtet und Fotos gezeigt. Und die Kinder waren total begeistert und haben dann auch gleich im Internet recherchiert, was sie alles über Irland noch rausfinden können, und haben dann Plakate gestaltet und waren also Feuer und Flamme. Und ja, es kommt einfach sehr gut an bei den Kindern. Wir haben eine irische Partnerklasse und letztens haben wir eine irische Sportwoche gemacht. Besonders hat mir gefallen Irish Dance. Mir hat am meisten Gaelic Football gefallen. Das ist eine Mischung aus Rugby und Fußball. Also, und wir hatten einen Zoom. Darin habe ich viele neue irische Kinder kennengelernt und viele neue englische Wörter. Das war für die Kinder ein großes Aha-Erlebnis, das sie auch festgestellt haben. Sie haben durchaus auch schon Ende der dritten Klasse genügend Sprachkenntnisse, um kommunizieren zu können. Und das ist mir persönlich als Englischlehrerin ganz wichtig, den Kindern zu zeigen, warum wir diese Fremdsprache brauchen und lernen sollten. Dass das nicht eine Buchsprache ist, wo wir irgendwelche Übungen abarbeiten, sondern dass sie tatsächlich diesen kommunikativen Zweck hat. Hallo, wir sind ehemalige Schüler der Grundschule Wasserkampfstraße und wir hatten ein Projekt mit unserer Partnerschule in Irland. Als allererstes eigentlich haben die sich uns vorgestellt. Hier sind wir auf der Karte und da sind die. Und dann haben die uns halt so eine Karte auch noch hier von Irland geschickt und drauf gezeichnet, wo die denn sind. Die Klasse von uns hat über unsere Sommerferien erzählt und was wir da machen. Und ebenso auch die Klasse von unserer Partnerschule. Der Hauptgrund ist einfach die Toleranz zu sehen, dass wir alle gleich sind und anders. Also das haben die Kinder auch selber gesagt. Wenn sie andere Schulklassen sehen, sagen sie oft zuerst, die Klassenräume sehen ganz anders aus. Und wenn dann Kinder erzählen, dann machen aber eigentlich alle das Gleiche. Und die Besonderheiten der Länder, das ist etwas, was die Kinder immer wieder sehr fasziniert. Und die eben, gerade wenn sie das selber durchleben können, ist das was anderes, als wenn sie das im Fernsehen sehen. Ich finde, dass es ganz wichtig ist, dass Kinder lernen, offen zu bleiben, egal wo sie herkommen. Unsere Kinder kommen aus einem sehr gut situierten Stadtteil und müssen einfach auch mitbekommen, dass im Leben andere Kinder anders leben oder auch gleich leben, aber dass man eben jedem offen begegnen sollte. Das ist für mich eigentlich der Hauptgrund. Also es ist natürlich einfacher, das Kollegium mit ins Boot zu holen, wenn die im Grunde, sage ich mal, mit den Anträgen, mit der Antragstellung an sich eigentlich nichts zu tun haben. Das ist ja, wie gesagt, auch die Geschichte mit dem Konsortialantrag, dass ja jetzt dadurch, dass der ja genehmigt worden ist und so relativ viele Schulen innerhalb Hannovers oder eben in der Region Hannover über unsere Schule sozusagen an Erasmus Plus Projekten teilnehmen können, ohne dass sie extra einen Antrag stellen müssen, sondern sie können praktisch über unsere Schule Fördergelder für diese Fortbildungen abrufen und sind dann auch Teil des Ganzen. Und das ist etwas,
was wir uns ja natürlich wünschen. Wir wollen ja diesen europäischen Gedanken, der ja hinter dem Erasmus-Plus-Projekten steht, weiter in die Welt tragen und weiter dafür sorgen, dass eben auch, wie gesagt, andere Kollegen und Kolleginnen daran teilnehmen können. Und ich finde, dass der Zugewinn durch die Teilnahme an Fortbildungen im Ausland, an Jobshadowing, an Hospitation für das Kollegium und für eine Schule an sich so unermesslich hoch ist, dass man da im Grunde eigentlich wirklich nur gewinnen kann. Die Fördermöglichkeiten durch das Erasmus-Plus-Programm sind großartig und die sind einmalig. Diese Art von Fortbildung, die man im europäischen Ausland belegen kann, sind nicht möglich allein im Kontext in Deutschland. Der Austausch auf diesen Fortbildungen mit europäischen Kollegen ist einmalig. Das geht nur in europäisch besetzten Fortbildungskursen. Die Erfahrungen, die man macht an europäischen Schulen, der Austausch mit den Kollegen vor Ort, das ist unglaublich, was man da als Lehrer auch an Lernzuwachs hat. Und man ist pausenlos am Reflektieren und überlegen, was man davon umsetzen könnte, was man mitnehmen möchte. Und natürlich findet man auch immer Dinge, wo man sagt, das läuft bei uns besser, das läuft in Deutschland besser. Und man findet immer Dinge, wo man sagt, das ist hier besser, das möchte ich irgendwie anders machen, das möchte ich integrieren. Und dadurch natürlich von anderen zu lernen, von anderen Ländern, die teilweise, ja, ich sage jetzt nur mal Digitalisierung, ja, manchmal meilenweit uns voraus sind, hat aber auch dazu geführt, dass diese Begeisterung, die Lehrkräfte mitgebracht haben, auch in das Kollegium geschwappt ist und im Grunde hier auch schon einige Dinge wirklich sehr verändert haben. Für mich als Referendarin war es besonders spannend, an diesem Projekt teilnehmen zu können. Und ja, ich fand es für mich auch einfach super, nochmal mehr einfach in die Zukunft gucken zu können, was ist denn überhaupt alles möglich, weil ich jetzt ja gerade einfach noch am Beginn meiner Lehrerausbildung stehe und was für Unterrichtsbesuche könnte ich machen, was könnte man zum Beispiel noch für ganz neue Themen in den Sportunterricht inkludieren und das einfach auch eine Überlegung wert wäre, das nochmal ja, zu integrieren. Aber das finde ich unglaublich wichtig, dass die Kinder wirklich da in Kontakt kommen direkt und einfach ja, regelrecht kleine Freundschaften bilden mit Kindern aus anderen Ländern, damit einfach Europa noch stärker zusammen wächst, was ja im Moment wirklich wichtiger denn je ist eigentlich. Wir hatten zum Beispiel ein französisches Frühstück, wo wir leckere Sachen gegessen haben, die man in Frankreich isst. Und wir haben viele neue Wörter wie Bonjour, Croissant oder Madeleine gelernt. Und ich erhoffe mir wirklich, dass ja eigentlich das gesamte Kollegium irgendwann sagt, wir wollen an diesen Fortbildungen teilnehmen und somit praktisch so dieses Wissen, dieses europäische Wissen hier in diese Schule einfließt und im Grunde das Schulleben einfach bereichert. Als wir reflektiert haben, warum wir solche Projekte machen und was eigentlich der Sinn des Ganzen ist, hat mir ein Zweitklässler tatsächlich gesagt, das ist so toll, weil man fühlt, dass man überall in Europa Freunde hat. Und wenn man Freunde hat in einem anderen Land, dann ist man auch nett zueinander. Und dann beginnt man keinen Krieg. Also wir fänden das sehr gut, wenn es das auf unserer neuen Schule jetzt auch gäbe, weil das hier in der Grundschule total Spaß gemacht hat. Und dann voneinander lernen zu können, Freundschaften zu knüpfen, das ist so wichtig, dass da Europa zusammenwächst und einfach, dass wir einfach auch leben, dass Europa zusammengehört.